Und zwar, wir wollen jetzt die neuen Berufe freischalten. Also nicht die neuen Berufe, sondern die neuen Items von den Berufen. Das sind diese Epics-Items. Na, diese Helme. Und den Trank vom Alchemisten und den Verzauberer-Dings und so weiter. Und ich habe einen Tipp bekommen. Ja, das machen wir jetzt. Und zwar gibt es im Raid, wenn ihr ein Gnomeregal macht, zwei Items, die droppen. Einmal diesen Bergungsgut im Raid, Bergungsgut und den Ring. Das Teil hier. Das verschmutzte Teil. Right? Und diese beiden, wenn ihr Gnomeregal geklärt habt, habt ihr ja so einen Bereich bei den Gnomen. Da gehen wir jetzt mal kurz hin. Das ist hier dieser Schlafsaal. Und dann sind diese Automaten, ich hab's schon gemacht, ja. Hier musst du die zerstören. Ein Automatending. Und da musst du so ein Ding zerstören. Ja, dann hast du diese beiden Dinger weg. Und ich gehe mal Dings ein. Ja, die müssen zerstört werden. Dann haben wir hier eine Questreihe. Diese kommt dann raus. Ja, das muss man machen. Und zwar muss man dann diese Sicherungseinsätze sammeln. Die habe ich in Gnomeregan bekommen. Von den Trashmobs. Ja, also musst du nochmal Trash töten in Gnomeregan. Und dann muss man nochmal rausgehen und diese ganzen Sachen sammeln. Ja, mit Trilbarren, Mystica-Essenzen und so weiter. Und dann muss man wieder zurückkommen zu der Dame. Das machen wir jetzt mal schnell. So, mit Trilbarren und Dings haben wir. Und jetzt fehlt natürlich noch hier der Prozessor. Und der ist wohl vor dem Dungeon. Ja, deswegen müssen wir nochmal rausrennen. Und das vor dem Dungeon machen. So, und der Typ, ja, das letzte Item, ist irgendwo hier draußen mit diesem Prozessor. Ja, das ist dieser Techbot. Und wir haben einen Dudu gefunden, der hat gesucht, ja, für eine Gruppe, um den zu töten. Und dann haben wir gesagt, jo, machen wir mit. Ich denke, das ist irgendwie so ein Mini-Elite-Bot oder sowas. Müssen mal gucken, wir pullen mal die Mobs jetzt zusammen. Wir müssen den nicht ganz töten, wenn ihr irgendwie pullt, ihr könnt zu den Wachen hier laufen. Schnell. Und die Wachen hauen dann die Mobs kaputt. Da kommen sie, unsere Kollegen. Sehr gut. Und jetzt gehen wir zum Dudu. Der ist hier rechts vorbei. Ich denke links vorbei. Frage ist, können wir die... Sollen wir uns lieber durchhauen? Ich weiß es nicht. Das ist besser. Hauen das mal kurz durch und dann gehen wir zum... Der müsste hier runter sein, links. Dann ist halt auch noch einer. Und da hinten steht der Druide. Da gehen wir gleich mal hin. Der ist schon sehr ungeduldig. Ich hoffe, wir müssen nicht nochmal irgendwas im Raid tun, weil den Raid haben wir geklärt. Ne? Okay, hier sind nochmal normale Mobs. Und das ist er. Hier ist ein Techbot, ich denke, das wird er sein. Und Gegenschlag. Mobs haben wir weg. Krago, danke für den Follow. So. Da ist er. 15.000 AP. Kriegen wir, glaube ich, hin. Ne? Muss er trinken? Er trinkt. Machen wir go. Den gab es auch damals. Ja, diesen Techbot. Der war damals auch schon mit drin. Lustigerweise ist ein Mob, der immun ist gegen Preußen. Und ihr Bleeding, was im Gnomeregal herausgenommen wurde. So, und der braucht den Prozessor wohl. Und der ist er. Damit ist die... Nee, das ist nicht der. Der startet eine Questreihe. Warte mal. Dieser Kern passt definitiv zur Beschreibung, die Zira euch gegeben hat, doch sie ist schwer beschädigt. Ihr könnt gerade so ein verlassenes Etikett ausmachen, auf dem sich alle anstellen. Ja. Beschreiben... An den Wie?
Findet jemand, der den Kern reparieren kann? Okay, wir haben nicht den Kern. Wir haben einen kaputten Kern. Und damit müssen wir jetzt irgendwo hin. Ich werde da erstmal zurückziehen, muss ich sagen. Wir gehen mal wieder rein. Und labern nochmal mit der Guten. Und ein kurzer Tipp, mein Kollege hat nicht diese Quest hier. Die hat er nicht, die Schlachtzug-Quest. Aber er konnte trotzdem diese hier Quest annehmen. Also kann es sein, dass ihr eventuell die Quest anfangen könnt, obwohl ihr den Raid nicht geklärt habt. Und dann später die fertig machen, wenn der Raid geklärt wurde. Ja, es kann sein. Ich weiß nicht hundertprozentig, aber es kann sein. Obwohl, es macht keinen Sinn, weil ihr müsst ja zu dem NPC reingehen. Glaube ich. Oder? Okay, und die Dame, was sagt sie? Einen neuen Dialog. Dieses Ding sieht aus, als würde das in Haufen in euren Händen zu Staub verfallen. Sieht aus wie... Jo, Ghost, danke für den 500 Prime Sub. Wunderschön, willkommen zurück. Lässt sich nur schwer entziffern, aber ich muss gar nicht lesen können, um euch jetzt sagen, dass wir wieder... Okay, wir haben wieder mit der Dame geredet. Und I guess, wir gehen wieder raus. Mein Kollege sagt, der Quest sagt Booty Bay. Dann würde ich sagen, gehen wir nach Booty Bay, oder? Ist ja direkt hier vorne wieder. Okay, ab jetzt müssen wir alleine fighten. Unser Kollege geht Schlingen und Taliban machen. Aber ich hoffe, wir kriegen es alleine hin, die Questreihe. Wird auf jeden Fall beefy. Ich würde mal nach Booty Bay rausgehen. Und da gibt es noch Scooty, das ist der Ingenieurtyp. I guess wir müssen mit dem reden. Wir gehen mal zu dem. Nee, raus. Da ist er. Er hat eine neue Questreihe. Quadrangulion. Findet wir das Wunderrad, irgendeinen Singer und simmt euch ein. Es gibt vier von ihnen, irgendwo in Kalimdor. Eins, zwei, drei. Vier. Im Kalendor, sagt er. Na gut. Ich wurde geleakt. Wir brauchen wohl Tanaris, Desolais, Feralas, Duskwell und Marsh. Alles drüben, deswegen sind wir ganz gut auf dem Weg, ne? Okay, wenn wir sagen, wir müssen Tanaris, Desolais, Feralas, Duskwell, wo müssen wir erst hin? Was macht am meisten Sinn? Wir sind hier. Ich habe jede Flugroute geholt. Ich würde sagen, wir gehen Duskwell und Marsh. Dann gehen wir Tanaris. Und dann fliegen wir wieder hoch. Müssen wir ja, ne? Also Duskwell, Tanaris, hochfliegen, Desolais, Feralas. Gute Idee. So, anscheinend soll hier auf der Insel ein Ding davon sein. Da gehen wir mal rüber. So, ich glaube, das ist die. Und irgendwas soll hier rumliegen. Irgendwas. Ist hier irgendwas? Okay, hier im Wasser ist irgendwie eine Truhe, aber das ist eine robuste Truhe. Das war sie nicht. Da, hier. Okay, im Wasser ist es drin. Hier oben in Desolais. Nummer 1. Und die nächste wäre dann Tanaris. Dann gehen wir danach drunter. Okay, hier ist das nächste Teil. Natürlich angegriffen von seinem Skorpion, der ist resettet. Wir sind hier. Oben in Tanaris. Und das nächste Ding ist jetzt in Desolais. Das heißt, wir müssen einmal komplett da hoch. So, hier ist der nächste Dreher. Da oben. Wie auf dem Berg drauf, wo meine Maus gerade ist. Wir gehen mal hoch. Ja, kommen wir ran, jo. In Desolais, der andere war ja hier, in Feralas. Ja, hier unten, genau an dem Punkt. Und da sind wir ja hier rüber geschwommen, da runter und dann dahin gegangen. Haben wir den eingesammelt? Jo. Okay, und jetzt müssen wir, denke ich, wieder zurückgehen. Ja, alle gefunden. Einmal den Punkt hier, dann Feralas den hier. Tanaris hatten wir... Den ganz links drüben. Na, das war ja Tanaris hier, der war hier. Und dann Duskwell, der war hier. Na, die vier. Und dann rennen wir wieder runter. Da wären wir, dann drehen wir mal wieder mit dem Dödel da unten. Auf jeden Fall können wir die Quest wieder machen. Sehr gut. So. Jo. Beep mich rauf, Scotty. Ist das nicht aus dem anderen Film? What?
Wir sind hier. Hallo. Braucht ihr Hilfe? Hier ist das Ding. Hinfort, hinfort. Ein aufgeladener Lenk, leeren Kern. Alles klärchen. Aufgeladener leeren Kern. Schlachtzug. Nagerzauberer. Die sind unten. Die kriegen wir. So, wir sind jetzt wieder hier. In Feralas und wollen diese Viecher hier töten. Weil die sollen die Rune wohl droppen. Okay. Hier ist ein Leerkern gedroppt. Kombiniert mit einer anderen Energiequelle. Den nehmen wir mit und damit müssen wir, ich wurde geleakt, nach Desolace in diesen Manorox Übenbad. Darum laufen wir da mal hoch und bis gleich. Okay, wir müssen jetzt diese Dämonen hauen. Und die droppen dann eine Statue. Und die kann ich dann irgendwie durchdrücken oder irgendwie sowas. Oh, eine schwarze Perle. 3 Gold? Wir sind rich. So, hier ist so ein Dämon. Ich denke, das sind die Mobs hier. Let's see. Leyjäger. Sind auch nicht so high-level wie die Naga gerade eben. Irgendwie so den Dämon halt bekommen. Aber ich glaube, das ist eine andere Questreihe. Ehrlich gesagt. Okay, ich habe 100 Mobs gespawnt, getötet und jetzt kommt hier so ein Geist raus. Das ist der gleiche Geist wie aus der ersten Questreihe. Mit dem habe ich gelabert und jetzt habe ich ein Partikel bekommen. Ich habe eine halbe Stunde gegrindet. Ja, einfach irgendwelche Mobs, die hier oben haben, gedroppt. Mit der Fackel. Na, vielleicht müssen wir die oberen töten. Und daraus habe ich jetzt einen aufgeladenen leeren Kern gemacht. Und den muss ich wohl zurückbringen, nehme ich an. Ne? Was gut ist, wir haben so lange gegrindet, ich habe wieder einen Ruhestein. Holy, hat das gedauert. So, wir gehen wieder zu dem Lümmel zurück. Und wir müssen ja wieder mit dem Teleporter rüber, weil wir müssen wieder auf den oben drauf. Ja, also glaube ich, müssen wir wieder mit dem reden. Der biebt mich wieder rauf. Jetzt sind wir wieder hier und hier können wir das Ding abgeben. Right? Ja. Zack, und jetzt haben wir den Kern für die Gnomeriga. Okay, hier sind wir. Und jetzt müssen wir wieder zurück nach Booty Bay. Wir müssen nach Gnomeregan rein. Ich glaube, wir sind durch damit. Zurück nach Gnomeregan. Also zusammenfassend, ja, die Quest hat über 2 Stunden, glaube ich, gedauert. Ungefähr 2 Stunden. Right. Ist sehr, sehr viel rumgereise. Ihr habt gesehen, wo ihr hin musstet. Wenn ich irgendwas vergessen habe, wie gesagt, ich bin super müde, ich stream gerade seit 23 Stunden fast. Schreibt es in die Kommentare rein, dann werde ich das irgendwie verbessern. Vielleicht habe ich was übersehen. Ja, ich muss das Ding noch zusammenschneiden. 2 Stunden Content. Aber eigentlich müssen wir jetzt mit der reden, mit der Dame. Und jetzt können wir Rezepte kaufen. Was haben wir drin? Ihr könnt auf jeden Fall die Lederfarbungsdinger machen. Right. Könnt ihr wahrscheinlich gut verkaufen jetzt. Dann haben wir die Köpfe, die wir schon kennen auf Atlas Loot. Hier ist irgendwie das Verzauberungsding. Das können wir irgendwie nicht benutzen. Dann ist das Vergelter-Ding da, VZ-Dinger. Der Verjüngungstrank. Warte mal. Den kann nicht nur. Doch, den kann nur ein Eiche usen. Nevermind. Alles mit dabei. Strahlungsbombe. Und das sind die Set-Items. Überraschungskiste. Ein Haufen gemischter Teile, das ist auch neu. Auf jeden Fall viel Spaß mit der Quest. GG.